Ja. Warnung. Gefährliche Gaswerte entdeckt. Bitte evakuieren sowie offene Feuer oder Funken vermeiden, bis Reparaturen abgeschlossen sind. Ich hab's jetzt mal verriegelt. Vorsichtshalber. Ich geh mal raus. Draußen ist schön. Achso, ja. Mikrogravitation entdeckt. Außenbereich sollen wir den finden. Ja, wir tracken ihn hier. Oh, da ist eine Wand. Aua. Ja, das sieht ja immer nur vom Dings ab. Jetzt ist er weg. Anzug wurde beschädigt. Ich gehe einfach mal rein. Ich habe keine Ahnung, wo der Typ ist. Wir werden es ja gleich sehen. 2005. Meng Yu wird als Kind einer deutschen Hightech-Unternehmerin und eines chinesischen Neurowissenschaftlers geboren. Okay. Schädliche Atmosphäre entdeckt. Willst du mich verarschen? Der ist irgendwo da draußen oder was? Warnung. Sauerstoffwerte kritisch. Bitte suchen Sie sofort ein Atemgerät. Wieso ich nicht so ganz zu lappen? Ich kann mich viel freier bewegen.
Obwohl er mir das jetzt gerade anzeigt, ist ja der Shit, ne? Warnung! Sauerstoffversorgung defekt. Bitte evakuieren, bis Techniker oder Operator Maßnahmen erwarten. Okay, wir gehen einfach mal in die Lobby. Der Typ treibt also irgendwie... Der würde mir doch aber getrackt werden, oder? Das ist ganz schön blöd. Oh. Damn it. Das halte ich für nicht so gut. Guten Abend. Da sind Sie ja. Denken Sie daran, sich während... Soll das ein Witz sein? ...an Bord einmal im Monat untersuchen zu lassen. But. Morgen, Dr. Yu. Schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ich dachte schon, ich würde es nicht schaffen. Aber ich hatte Glück. Ich hoffe, das ist in Ordnung, aber ich habe Ihren Fabrikator benutzt. Ich konnte die Materialien sammeln, um mehrere Nachfüllkanister für Ihre Glukanone herzustellen. Außerdem glaube ich, dass ich mit diesem Kit die Effizienz der Flüssigkeitsaufnahme ohne Einschränkung der Waffeneffektivität erhöhen kann. Bitte. Das verstehe ich nicht. Auf jeden Fall besser als die Frachtkiste. Aber ich schätze, wir stecken immer noch fest. Wahrscheinlich. Komm sofort, Michaela. Bin bereit, Morgan. Ich glaube, du bist nicht bereit dafür. Okay, jetzt schauen wir uns mal mit der Guten das an. Keine Sorge. Morgen. Morgen, endlich. Wir können das Protokoll jetzt anhören. Ach, soll ich das jetzt, Datei, schön ist. Sind Sie da? Chief? Ja, ist etwas nicht in Ordnung? Ich wollte mit Ihnen über unseren neuesten VIP-Besuch reden. Leitner, der Pianist. Chief, falls es Probleme gab, ich habe den Zeitplan geprüft, den Dienstplan. Ich habe versucht, dass Igwe nicht zu sehr er selbst ist. Chief, ich habe Leitner sogar seine Zigaretten besorgt. Sie waren fabelhaft. Leitner hat Sie ausdrücklich erwähnt. Bei der nächsten Abrechnung erhalten Sie einen Bonus. Führen Sie Nicole mal schick aus, okay? Ja, Chief. Danke, Chief. Eins noch, fast kein Sauerstoff mehr. Falscher Koch, entflohener Volontär, Luca Golubkin. Verfolgen über Sicherheit für den Volontärquartier Neuromitabteilung. Er darf
Die alte Wasser. Was ist hier los? Es gibt ein Problem. Was ist mit Morgan? Er lebt noch. Sediert. Alles klar. Bin unterwegs. Okay. Officer Fowles, Maria. Ich habe eine wichtige... Ich hatte heute ein Treffen mit dem großen Alexiu. Er hat mir mal wieder sein Tut mir leid. Befürchte. Was gibt's? Wie geht's voran? Ich krieg das verdammte Ding nicht auf. Wo ist der Kerl? Antwortet nicht. Was ist los? Das Schloss hat eine Stimmensicherung. Danielle muss das Schlüsselwort sagen, wenn wir da rein wollen. Reichen auch einzelne Satzfragmente? Initiiere Experiment 29, ja, Variante C. Proband V01065532. Proband 32 ist in der Kammer. Psychoskope aktivieren. Haben Sie Familie? Typhon Kakoplasmus bereit machen. Ich habe eine Tochter. Wurde ihr weggenommen. Ich sollte sie wiedersehen. Ich habe alles unterschrieben. Jetzt Konzentration bitte. Ihre Familie. Sie müssen sie sehr hassen. Ich höre es in ihren Stimmen. Vitalparameter. 32 zeigt Anzeichen von Stress. Cortisol und Puls erhöht. Transpiration. Noch nicht im roten Bereich. Sehen Sie mich an! Den Mann, den Sie umbringen! Mimik ist in der Röhre. Erlaubnis fortzufahren? Morgen? Sie bringen uns beide um. Freilassen. Exemplar Typhon Kakoplasmus ist in Kammer mit Proband 32. Morgen. Wird auch Zeit. Haben Sie schon einen Weg gefunden, die Station zu verlassen? Oder andere Überlebende? Wenn ich doch nur in mein Quartier käme. Einige persönliche Dinge würde ich gerne mitnehmen. Ja. Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Grand Lockwood. Mal, Grand Lockwood war doch aber der Typ, den wir getrackt hatten. Das war doch der. Moment. War Grand Lockwood nicht der Typ, den wir, wo wir nicht rangekommen sind? Weil der hinter der Mauer war? Das Schwingen der Rotzange und Sprint wird auch so. Wenn du Ausdauer verlierst, wirst du müde, sodass du nicht mehr sprinten. Hurra. So. Ich mir sprinten könnt.
Also. Bitte mal, ich gucke mal zwischen. Schön, dich zu sehen. Fahr mal runter, Junge. Zeig dir nur hin, wahrscheinlich wegen der Luftschleuse. Denke ich mal. Genauso. Okay, ach, wir sind im Grand Lockwood, alles klar. Trotzdem kommen wir da auch mal noch nicht rein, ne? Können wir erwähnen. Josh Dalton hat Safecoil den Zugangsschlüssel. Operator nähert sich. Inspektion läuft. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich durch. Maria, fertig. Das ist gut zu wissen. Den haben wir aber nicht gefunden. Oder? Nicht, dass ich wüsste. Boah, hier ist das so unterschwellig pervers, übernatürlich warm. Einfach warm.
Mikrogravitation entdeckt. Richtig geistert nicht. Hat die jetzt mal alle aus? So, warte mal. Außenbereich. Ja, der Außenbereich ist ja wackelos. Ich sehe hier keinen. Dann fliegen wir halt mal hoch. Das ist das Stadtteil, wo wir schon waren. Weil das andersrum steht. Da waren wir bei einem anderen. Nee, das sind schon ein bisschen dicke Leichen. Das ist bei dem waren wir also schon. Verdammt, das ist nicht so toll. Gehen hier. Nix. Ich meine, hier wäre unsere Luftschleuse. Also wenn wir jetzt... Ja, wir können ja theoretisch einfach easy weg. Wir haben ja alles dafür da. Ich finde hier mal in dem Außenbereich den Typen, ey, ohne Witz.
Okay, dann gehen wir halt wieder ins Arboretum. Ich habe auch keine Ahnung. Wo ist denn dieser Typ, bitte? Jetzt wurde es einen eingebauten Schalldämpfer. Das macht sie zu einer idealen Waffe, eine Räumlichkeit, wo Diskretion gefolgt ist. Ja. Problem ist, das funktioniert nicht so gut. Wenn das so gut funktionieren würde, ja, mit den Tauben. Ich meine, du kannst dich gut, also du kannst dich echt gut an den Leuten vorbeischleichen, so. Und du darfst halt nicht auf die Feuer, weil dann ist vorbei. Meistens sehen sie dich halt sofort. Nicht immer, aber meistens. Und ganz ehrlich, die mit der Pistole so lange aus dem Hinterhalt zu penetrieren, bis sie keinen Bock mehr haben, viel Spaß. Junge, dafür hab ich gesorgt. Ein einsamer Mimik kann sich vervierfachen, nachdem er einen Mensch... Nachdem er einen Mensch getötet hat. Nett. Ihre Anzugsintegrität wurde beschädigt. Lassen Sie mich das reparieren. Fertig. Mit. Unser Boss? Eins, eins, zwei, neun. Scanne Ziel, kein Zeitmaterial hinweg. Ich hab den jetzt mehr deaktiviert. Suche nach Updates, Server online. Thank you.
Ja, das war aber nicht die richtige Entscheidung, die wir gerade getroffen haben. Jetzt können wir ihn, glaube ich, nicht mehr orten. Obwohl der neuen Marker gesetzt hat und der ist dann verschwunden. Der ist halt irgendwo im Außenbereich. Jetzt hat er uns halt einen Marker, setzt er uns halt einen Marker. Aber naja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen.